So, willkommen da unten in irgendeiner Show, die nicht funktioniert im Hintergrund. Es hat zwar Effekte und alles, aber es hat keine Leute da. Wer bei mir steht, ist der Joe Cassady. Wir hören von Mr. Props, oder wie der heisst, Waves. Und in dem Lied hat es die Szene, die heisst Slowly Drifting Away. Was für ihr driftet langsam weg von Genf. Woher kommt auf einmal die offensive Power? Wie hat das gestern überhaupt? Vor allem mit der Defense angefangen. Erst Viertel haben wir wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und dann durch diesen Rhythmus im Angriff bekommen. Und ein paar Würfe sind auch reingegangen. Von dem her ja, hat es ein bisschen gepasst. Ein paar, klein geschrieben, he? Nicht nur zwei, sondern ein paar mehr. Viel Akzent wieder von den Spielen, die wir gestern schon gesehen haben, die üblichen Verdächtigen. Marco Blajan mit 3 Fouls. Bei dem gestern 4 oder 5, bin gar nicht sicher. Yeah. Anderen versucht schon, weil er ist am Schluss ja wieder gekommen. Dann hat er aber genau, die Zone war, dass die Foulprobleme so im Griff behalten werden. Das Problem war schon, dass der Couture sich irgendwie verletzt hat. Wir wissen noch nicht genau, ob er zurückgekommen. Von dem her haben wir dann, schon langsam keine Spieler mehr. Und wir hoffen jetzt das Beste, dass der Couture zurückkommt und dass der Marco nicht schnell das Vierte macht. Das heisst, er muss jetzt umso mehr aufpassen. Du gehörst zu den verletzten Spielern. Du als einer, dann Roberto Kovac. Jetzt eventuell auch noch Couture. Er, der ja sehr viel für die Rebounds zuständig ist, das ganze Physis fällt auch jetzt in dem Punkt. Andererseits habe ich gefunden, Robby Ciotta viel besser heute, auch viel stabiler in der Defense, nicht durchkommen. Auch da, ich bin der Film. Haben wir wirklich einen Gang umgelegt? Haben wir gestern mit der Handbremse gespielt? Ist das bewusst gewesen? Nein. Ich frage noch. Oder ist das, kommt das aus einfach aus dem Moment, weil das jetzt einfach das Finale ist, automatisch? Ja, ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen. Es ist das Finale. Der Match läuft gut, alle sind top motiviert. Der letzte Match gegen Genf haben wir auch verloren gehabt. Das heisst, wir wollen jetzt eine Revanche. Und, ja, die ganze Energie hat sich echt so aufgebaut. Und es ist sehr, sehr positiv im Moment. Die Stimmung der Mannschaft, von dem her ja, passt echt im Moment wirklich alles zusammen. Eben, du sagst es, ihr habt Genf in den ersten 13 Minuten auf 12 Punkte gehalten. Und in den übrigen 7 Minuten nochmal ja, 13 kassiert. Aber das sind sehr, sehr wenig Punkte von Genf. Wo siehst du? Zum Beispiel David Ramsayer, ich will jetzt nicht irgendwelche jemanden rausgreifen, aber zum Beispiel er ist symptomatisch für die Mühe, die sie mit euch haben am heutigen Tag. Wie kommt es, dass ihr ihn zu mir ausbringt? Wo findet ihr ihn? Ja. Nein, er hatte ja auch gestern auch schon voll ein Problem gehabt. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, das er ab und zu hat. Aber ich glaube, wir haben eine sehr grosse Line-Up im Moment. Zum Teil mit dem Marco und dem Arno auf den Flügeln. Das heisst, wir decken viel Platz ab auf dem Feld. Von dem her ist es für sie schwierig, ihr Passspiel aufzubauen. Und dazu sind wir noch recht aggressiv. Und ja, es war sehr, sehr, sehr schwierig für sie. Vor allem in den ersten 12 Minuten haben wir wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und ja, das heißt, es ist eine Kombination aus erstens Energie und zweitens eben auch der generellen Abdeckung vom Feld, wo der Händler eure Größe. Das muss so weitergehen. Die Frage ist, ob ihr bleiben. Schafft ihr das nochmal 20 Minuten? Ja, also wir dürfen jetzt sicher nicht einen Gang zurückschalten. Das wäre sehr, sehr schlecht. Und wir wissen gerne für gefährliche Shooters, 2-3-3er und sie sind wieder da. Also es wird jetzt wieder ein Kampf sein und hoffentlich können wir die Energie bis am Schluss durchhalten. Einer der sichersten Werte bei euch ist ja der Jamie Smith. Gestern super gewesen, auch in der zweiten Hälfte hat das Spiel angeführt. Jetzt auch. Viel kontrollierter als gestern. Was habt ihr euch zum Beispiel jetzt gesagt nach dem Spiel gestern? Wir sind ja sicher überzeugt, dass ihr gewonnen habt mit Recht, ich bin auch mit Recht. Aber gibt es irgendeinen positiven Aspekt, den ihr wirklich aus gestern übergenommen habt auf heute? Ja, ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben gestern in der zweiten Halbzeit gesehen, dass man, wenn man in der Defense Energie reinbringt, dass das näher auf die Offense so, sich übertragt. Und von dem her liegt es vielleicht ein bisschen an dem, aber ich glaube, jeder Match ist ein neuer Match, eine neue Geschichte. Und ja, heute hat es gut angefangen, hoffen wir, dass das so weitergeht. Ja, und das Fazit ist eigentlich immer das gleiche, eben Defense wins Championships, das ist die alte Frage, sie ist schon etwa 10-mal gebraucht das Wochenende. Und es hat in jedem Spiel eigentlich gestimmt. Auch gestern haben wir in der Defense angefangen, euch zu steigern und sind durch das aus dem, ich würde nicht sagen Loch, aber aus den Startplätzen sagen wir mal rausgekommen. Jetzt eben, die Energie lange, wie viel Energie nehmen wir aus dieser Führung? Also, es ist 5-5 gegen das Kampf, das ist nicht nichts. Aber es ist eben, wenn du am Lagen auf der anderen Seite ist, doch wieder relativ viel. Wie stolz darf man sein? Wie viel Einfluss darf das haben? Ich glaube, wir können sicher stolz sein darauf, wie wir gespielt haben. Es zeigt uns so, dass wir wirklich in der Lage sind, gegen Teams zu dominieren, wenn wir die richtige Art und Weise spielen.
Und ja, jetzt wissen wir recht genau, was wir machen müssen in der zweiten Hälfte. Wieder genau gleich verteidigen und der wird das heute vielleicht etwas. Was passiert ist, das zweite Spiel würde ich sagen, angefangen. Also wieder nicht nur auf der sportlichen Ebene, sondern das ganze Zusammenschlafen. Also verschiedene Leute, Miljanic vor allem, wo nach seinem erfolgreichen 3 Runden 2 nach einer Bank anstarrt und sagt, ah, da anders, oder? Ich auch nicht, wenn ich da zusammen reden. Aber das und nachher der Ramsayer, der kurz vor der Pause zum Schreibertisch hergeht und irgendetwas sagt, kann man da ruhig bleiben? Aber wahrscheinlich schon eher, wenn man in Führung ist, oder? Ah ja gut, das gehört sich dazu, das ganze Reden und so, der Gegner verunsichern und so weiter. Ist das zum Beispiel in Spiel, jeweils? Von meinem Spiel nicht unbedingt, nein. Ich bin einer, der sich ein bisschen versucht, ruhig zu bleiben und so. Und dann, ja, mit Aktionen probiere ich für mich zu sprechen, aber ja, das gehört dazu, das ist auch Teil vom Basket. Und ich finde auch ein schöner Teil. Ich glaube, der Ramser hat sich vielleicht beklagt an seinen Folgen oder so, keine Ahnung. Aber ja, es sind Emotionen im Spiel, man merkt, dass die Leute emotional mit dabei sind und das ist doch etwas Schönes. Ja, und am Ende zählt auch den Tag, und er hat 4 Fouls begangen, oder? Ja. Also, dein Motto liefern statt labern, wie es so schön heißt, wir haben wieder liegt. Herzlich willkommen zurück am Tagesteam. Ja, jetzt muss ich dich langsam wieder entladen, die Leute kommen ins Feld, langsam wieder zu mir wärmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du auch das zweite Mal herkommst. Gern schön. Ein paar technische Probleme gehabt, dass ein Ivan frei drauf sein. Okay. Und ich würde mich freuen, wenn du das auch noch im Nachhinein so anschaust. Danke vielmals, okay, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. In saubersten Berndeutsch, in schnellem Berndeutsch. Und viel Glück für die zweite Hälfte. Und ich wollte noch schnell sagen, dass ich es gut finde, was ihr macht. Mit den ACB-Matchen von Aarau schaue ich ab und zu auf YouTube. Und es ist eine gute Sache, weiter so machen. Also freut mich, gehörst du auch zu unseren Zuschauern, wir gehen Gas. Vielleicht mal in der Nation, wer weiß es. Hoffen wir es. Danke vielmals, Joe Cassady. Ja. Wir waren eine Ehre. Und viel Glück für die zweite. Merci. Das also der Joe Cassady, moderieren wir.